Silvester Ratzauseck ist Mitverfasser eines Bregenzerwälder Dialektwörterbuches. Wir möchten mit ihm über die Besonderheiten des sogenannten Wälder Dialekts sprechen. Herr Ratz, was ist das Besondere und Einzigartige am Wälder Dialekt? Der Wälder Dialekt, oder jeder Dialekt wahrscheinlich, aber der Wälder ist Kraft. Er sieht, woher ich komme. Man kennt mich am Wälder Dialekt. Und Muttersprache wäre halt schön, wenn jeder Peper tät. Man sollte jeder kennen, woher er kommt. Welches sind für Sie typische und ursprüngliche Bregenzerwälder Begriffe, die Sie persönlich mögen? Da gibt es viele natürlich, Wälder Begriffe, wo ich mit. Oder gegen mal. Es sind zum Beispiel die Tiernamen, die total mit dem Deutschen, Hochdeutsch und Altdeutsch, Hochdeutsch nichts zu tun haben. Wenn ich da ins Buch hier schaue, eine Bringere, das ist der Muttersau. Oder Gickerler ist ein Hahn, ein Hegel, ein Stier. Immer, das sind Bienen. Das ist total Gegensätzliches vom Hochdeutschen. Das meine ich. Oder es gibt andere Wörter. Grüßele, wenn ich Grüßele hernehme, Grüßele ist eine Verstärkung. Es ist Grüßele schön oder Grüßele wurscht, das Gegenteil. Es ist Grüßele lang oder Grüßele kurz. Oder ein anderes Wort, wenn ich hernehme, wo mir jetzt gut gefällt, das ist Feder oder Federgas, sagt man zu einer Frau, wenn es alle diktiert. Glauben Sie, dass der Wälder Dialekt heutzutage sich verändert hat, dass viele Junge ihn noch sprechen, oder ist es eher so, dass sich der ursprüngliche Wälder Dialekt immer mehr verflüchtigt? Nein, im Gegenteil. Ich bin Hoffnung und überzeugt, dass der Wälder Dialekt, wenn er der Mode unterworfen ist, natürlich Mode, Tracht, alles ist im Leben am Zeit, am Wandel unterworfen. Aber ich habe große Hoffnung und bin überzeugt, dass genau wie Tracht für die jungen Leute wieder gedreht wird, dass auch die Wälder Sprache von jungen Leuten viel benutzt wird und viel geredet wird. Sie haben uns noch einen kleinen Text vorbereitet in Wälder Dialekt, wenn ich Sie darum bitten dürfte, diesen Text ganz kurz vorzulesen. Ich habe hier einen Text aus dem Buser, unser Spreu, unser Gespanner. Toni Franz hat das alles geschrieben, ich bin bloß der Sammler gewesen. Alexander hat die Bilder gestaltet und Toni hat einen wunderbaren Text auch beigetragen, der geht. Mit der Sprache gang ich gegen überall eine. Sie ist eine Kraft, seht wer und was ich bin. Und sicher weiß ich auch, woher sie sie her. Von der Mama. An meinem Ries erkennt man mich. Wer mich nicht kennt, hört, woher sie sie. Er ist der Wälder, seit Menger frei. Was ich höre, was ich sehe, es ist gleich wo. Denke durch im inneren Sprache und rede, wenn es geht, genau als wie da. Wenn ich mal weit fort bin für unsere Gemeinde und muss alles zuerst erfahren,